Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollen jetzt zurück ins alte Lager. Mal gucken, ob wir da vielleicht nicht irgendwie deichseln können, um aufgenommen zu werden. Vielleicht müssen wir auch in den anderen beiden erstmal aufgenommen werden, damit wir im alten Lager aufgenommen werden. Weiß ich nicht. Aber was wir jetzt erstmal machen, ist hier außen rum, wieder zurück. Ist doch richtig hier außenrum, oder? Ja. Hier rum, außenrum war schon richtig. Wurde mich schon auch interessiert, was da oben sein könnte, aber da traue ich mich noch nicht hin, weil da Warane sind. Und wir brauchen Rüstung. Wie viel Erz haben wir eigentlich jetzt? So. 378. Wir könnten schon eigentlich uns eine leichte Rüstung kaufen, diese Butlerhose, die leichte Butlerhose für 250 Erz. Aber ich will lieber auf die 500 sparen. Oder vielleicht sogar auf noch mehr, dass wir vielleicht schon eine bessere Rüstung kaufen können. Da bin ich mir nicht sicher. Aber immerhin sind wir den einen Varan hier vorne los. Dank diesen einen Baal. So. Und da wären wir auch schon wieder. Dann haben wir jetzt alle Lager auch einmal besucht gehabt. So, dann können wir die Waffe wieder einstecken. So, und die stehen da wieder Wache. Wir quatschen dann nochmal mit, nicht mit Dexter, sondern mit, wie hieß er nochmal, Diego. Mit Diego quatschen wir noch einmal. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas rum, um Schatten zu werden. Ansonsten gehen wir nochmal ins neue Lager. Gegen Kirgo müssen wir auch noch kämpfen. Mut. Gegen Mut muss ich nicht nochmal kämpfen, immerhin. So, Diego, Diego, da ist Diego. Also, was mit den beiden anderen Lagern? Ja, genau, was ist, was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf. Sie reden zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ja, okay. Wie sieht's jetzt mit meinem Ansehen aus? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für dich. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, dann würde ich vielleicht erst einmal nochmal die Stärke erhöhen. Das passiert mir nicht nochmal. Ich kann dir nichts beibringen. Du hast nicht genug Erfahrung. Okay. Ich hatte gehofft, dass deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. So, wie viel haben wir jetzt insgesamt an Kampfkraft? Mach's gut. Kampfkraft. Oh, Lebensenergie sogar schon bei 100 sind wir. Stärke 35. So, dann würde ich vielleicht jetzt nochmal gegen Karim kämpfen wollen.
aber du wahrscheinlich hast du recht. War nicht besonders. Der Kirgo. Kirgo war der aus unserem eigenen Lager, hier aus dem alten Lager. Karim war aus dem neuen Lager, der stärkere. So, dann suchen wir die mal auf. Versuche ich es noch einmal. So. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Ja, komm. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ja, wahrscheinlich gleich zwei. So, dann warte mal. Komm schon, ich will vorbei. Machen wir jetzt noch einmal. Noch mal ein Safe Game? Bist du taub oder suchst du Streit? Hä? Ich will doch nur mit dir quatschen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Ja, komm, dann mit dem Bier machen wir nochmal. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Ja. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Okay, hier beenden wir einmal kurz das Gespräch. Machen auch nochmal ein Safe Game. Und dann quatschen wir nochmal gegen Kirgo. So, lass uns kämpfen. Bist du bereit? Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. Ich hoffe, wir sind dieses Mal stark genug gegen ihn. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Ich hoffe, wir schaffen das. Nee. Versuch das nicht nochmal! Ja. Da sind wir zu schwach. So, okay, warte mal. Kann der auch Rüstung verkaufen? Vielleicht brauche ich einfach Rüstung. Bin ja. Ne, der kann keine Rüstung verkaufen. Warte mal, wir hatten hier doch irgendwo einen Schmied gehabt. Vielleicht kann der was verkaufen. Eine gute Rüstung. Wo war denn der Schmied? Da unten, ne? Nee. War da oben? Das sieht aus, als wäre da der Schmied. Nee, hier ist nur ein Lager. Wo war denn der Schmied nochmal? War der nicht hier oben irgendwo? Hier. Da ist ein Butler. Huno. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Hm? Wie lange brauchst du für eine Klinge? Nachmiet, wie läuft das Geschäft? Würde mich selbst gern mal in deiner Schmiede versuchen. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht.
Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so einen Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Ja. Ich würde mich selbst gern mal an deiner Schmiede versuchen. Joso. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Was brauche ich dafür? Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Was hat er hier? Glühende Klinge, glühender Stahl, Klinge. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Mehr hat er nicht. Ja, was hab ich hier? Dich auf jemanden, ich kann ihm Schüsse verkaufen. Hä? So. Der letzte Scheiß. Was kann ich ihn noch andrehen? Immer wieder dieselbe Leier. Ja, komm, machen wir so. Ich glaube, kaufen wahrscheinlich auch schon. So. Na Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Okay, super. Alles klar, dann. Da kann ich, glaube ich, nicht einfach so hin. Hier kann ich nichts machen. Okay, dann gehen wir auch einmal zum Marktplatz und schauen da mal an, ob wir vielleicht schon eine... Dann holen wir uns erstmal die kleine Rüstung, die leichte. Die können wir auch sicher dann später wieder verkaufen. Hauptsache, wir haben erstmal eine Rüstung. Die Butlerhose. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Jo, die laufen da jetzt erstmal irgendwie ziellos rum. Wer war denn das nochmal, der verkauft? Nicht Dexter, das war glaube ich... Hier, Fisk. Lass mich vorbei! Ich will mit Fisk quatschen, ja? Hast du eine Rüstung für mich? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. So, wir können uns erstmal eh nur das... Hier, 42 Waffen, 10, Feuer, 5, 52 Erz. Gib mir die leichte Butlerhose. Eine gute Wahl. Glaube ich ja nicht. Dann brauche ich 500 Erz für die andere. So, wo haben wir die Butlerhose? Da. Dann haben wir wenigstens etwas Rüstung. Kann ich hier sehen? Schutz vor Waffen 15 sind wir jetzt und vor Feuer 5. Warte mal, was noch? Einhänder ungeübt. Wo kann ich Einhänder lernen? Vielleicht bei dem einen anderen Dude. Da von der Arena. Der kann einen Einhänder wahrscheinlich beibringen. Denn wir sind Einhänder ungeübt. Zwei Volltrefferchance 0%. Was? Was war das denn jetzt? Das können wir aber auch später das Ding hier verkaufen. Dann gehen wir noch mal zu dem Scotty oder wie der hieß, Skitty. Fragen den mal, ob der uns Einhänder beibringt. Denn wenn wir Einhänder haben, dann haben wir dann eine bessere Chance, Volltreffer zu setzen. Nee, das ist Fingers. Scotty war da unten, glaube ich. Genau, hier bei der Arena. Hier, Scotty. So, ich will wetten. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja. Einhänderstufe 1, 50 Ernst, 10 Lernpunkte. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast.
Ah, okay. Wir gehen zu ihm dann zurück, sobald wir mehr Erfahrungspunkte haben. Wie viel haben wir insgesamt? 7640 von 10.500. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das lernen. Wir müssen erstmal wieder 10 Erfahrungspunkte haben. Genau. Okay, dann heißt das jetzt erstmal für uns irgendwo hingehen, wo wir kämpfen können. Gegen irgendwas. Oder ein paar Quests erfüllen. So, und wo waren nochmal... Wir machen erstmal trotzdem auch ein Safe Game. Dann gehen wir vielleicht nochmal zurück ins neue Lager. Und üben da Einhandwaffen. Beziehungsweise üben, machen da die Quests. Und dann üben wir hier bei Scotty nochmal Einhandwaffen. Wo war nochmal das neue Lager? Genau, hier durch den Wald. Ne, das war zur alten Mine. Das neue Lager war hier in Richtung Süden. Genau. Dann gehen wir mal dahin. Boah, ist aber auch richtig viel hin und her hier eigentlich. Vor allem die Welt ist eigentlich nicht klein, aber es kommt mir schon jetzt riesig vor. Vor allem, weil man tausende Male die selben Richtungen hin und her laufen darf. Weil man für die direkten Wege einfach zu schwach ist. Nee, das ist der falsche Weg. Genau, da oben müssen wir lang. An, Kavala, oder wie der hieß, nochmal vorbei. Kalava. Kavalorn. So hieß der genau. Hier nach oben. Da müssen wir hin. So. Genau, die Höhle waren wir schon. Dann gehen wir wieder ins neue Lager. Erledigen da vielleicht die eine oder andere Quest. Steinwurzel. Konnten wir das übersehen? Oder wachsen die nach? Ich glaube, die wachsen nach. Und hier nochmal ein Pilz. Höllenpilz. So, und dann glaube ich hier lang war das. Genau, hier ist die Brücke. Dann sind wir jetzt zumindest ein bisschen auf besser gerüstet. Jetzt müssen wir eigentlich auch für den einen Dude da rausfinden, was der eigentlich für eine Antwort haben will. Alter, sind da viele. Was gibt's denn noch eigentlich für Schutz? Waffen, Geschossen, Feuer und Magie. Okay, also direkten Schutz gegen diese Blutkäfer da, Blutfliegen, kriegen wir wohl nicht. Da geht's auch nochmal nach oben. Ist das auf der Karte markiert, der Weg hier oben? Jo, tatsächlich, das führt aber ins Ork-Lager. Erstmal abwarten. Das führt zu den Orks. Lass uns lieber los. Da bei den Orks wollen wir noch nicht hin. Die hauen uns sofort zu Klump. So, da können wir eigentlich auch mal schauen. Ratio, wo war denn der? Bauer, Bauer.
Noch ein Bauer. Gibt es hier keinen Weg nach oben? Der Seite? Nee. Nee. Hä? Wie konnte man nochmal springen? So vielleicht? Nee, ich habe vergessen, wie man springt. Ich will das jetzt aber auch nicht nochmal googeln. Oder warte mal, hier konnten wir ja. Tastatur springen war Left Alt oder Right Alt. Nee, läuft irgendwie nicht, egal. Ah, doch. Okay. Ich muss aber auch schon in die richtige Richtung gucken. Noch ein Bauer. Wo ist noch Ratio? Ist er nicht mehr hier? Kann ich hier einfach so rein? Anscheinend ja, aber ich will da jetzt noch nicht viel drin machen. Lefty. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Hast du Arbeit für mich? Wir sprechen uns noch. Schläger? Schläger. Okay, mit dem werden wir noch Probleme haben wahrscheinlich. Dann schauen wir mal. Wo finden wir Horatio? Söldner, Jarvis? So. Homer. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Okay, wo finde ich das Biest? Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Ah, okay. Also da hinten irgendwo muss dann der Lurker sein. Kann ich jetzt vielleicht da rein in die Kneipe? Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Ich bin Schürfer. Und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer. So kommst du hier nicht rein, Junge. Okay. Erz will ich mir jetzt nicht geben, weil... Nee, einfach nee. Aber was wir versuchen können... Wir hatten doch mit dem einen da was zu regeln. Machen wir hier nochmal ein Safe Game jetzt. So. Genau, mit Shrike. Hey, du! Hä? Weg mit der Waffe! Weg damit! Out. Nein! Nein!
Ich glaube, das überleben wir nicht. Alter, der schießt mit Pfeil und Bogen. Ist er noch immer hinter mir her? Nein! Und ich laufe genau da jetzt vor. Toll. Okay, noch, laden wir nochmal neu. Quatschen wir nochmal mit dem. Vielleicht. Okay, können wir nicht quatschen. Weg mit... Langweiliger Kampf. Tu das Alter. Nie wieder. Okay. Aber ich habe jetzt rausgefunden, wie der Kampf funktioniert. Autsch. Kampf. Tu das nie okay. wieder. Kämpfen habe ich schon langsam ein bisschen raus, wie das funktioniert. Schnell ein bisschen. Aua! Nein! Langweiliger Kampf. Tu das nie wieder. Okay, das läuft so nicht. Da sind wir noch ein bisschen zu schwach gegen den. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht irgendwie. Geht zur Seite! Eine andere Quest kriegen. Gorn. Den Namen habe ich auch schon mal gehört. Bis später. So, da ging es aber auch noch irgendwie weiter, meine ich. Hier nach oben. Mal gucken, wo das denn führt. Aber gegen Shitty da können wir, glaube ich, noch nicht antreten. Würden das hier jetzt hin? Was sagt denn die Map? Ja, geil. Passt Avengers. Immerhin. Alles klar, das gab's jetzt aber. Das war jetzt. Hoppala, nee. So. Das waren jetzt aber viele, also eigentlich viele Lebenspunkte, was ich jetzt hier von denen rausgenommen habe, rausgezogen habe. Jetzt ist aber die Frage, wo führt das hier uns hin? Gibt es hier vielleicht noch ein paar Scavengers? Oder More Reds? Wie viele Erfahrungspunkte? Okay. Erfahrung haben wir. Sind wir noch zu weit weg. Da geht es in eine Höhle rein. Und Maulratten. More Reds. Nice. Alter, ein Schlag? Boah. Okay, wir sind schon stärker geworden, ordentlich. Noch eine. So, gibt's hier noch mehr? Oh, ich hoffe, es gibt hier noch mehr Maulratten. Ja, noch. Wolf, lass die Finger von meiner Maulwurfsratte. So. Ey. Klappe. So. Der lebt da noch. Jo. Wenigstens die Erfahrungspunkte haben wir mitgenommen. Jetzt weiß ich aber nicht, wo das hier hinführt. Wo sind wir jetzt? Da im Norden, im Süden, ganz oben und auf dem Berg. So, jetzt ist die Frage, was passiert hier oben denn?
Ah, hier ist wieder ein Söldner. Ah, Besuch. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welchen. Alles klar. Ich will mich hier nur umsehen. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Ja, ich will in die Mine. Ich will in die Mine. Ich glaube kaum, dass dir das gelingen wird. Aber sprich mal mit Okel. Okay, wo finde ich Okel? Mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Dann mache ich einmal nochmal Safe Game. Wo finde ich Okel? Ist das Okel? Söldner. Noch ein Söldner? Schürfer? Okay, das sind aber die... Hier sind das Schürfer, im alten Lager sind das Buddler. Okay, da haben wir dich. Ich sehe mich hier nur mal um. Wer bist du? Ich wollte nur mal in die Mine. Wer bist du? Ich bin Okel. Ich hab das Kommando über den Kessel. Der Kessel, aha, okay. Ich wollte nur mal in die Mine. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Kriege ich die Erlaubnis? Krieg ich die Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich hab zu tun. Geil. Hey du. Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Ich sehe mich hier nur mal um. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Jo. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Jo, ich wollte nur an dir vorbei. Okay, mit dem kann ich jetzt irgendwie nichts machen. Gut, dann würde ich sagen, wir hauen mal von hier lieber ab. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt? 8080 von 10.050. Ah, hier ist der Ausgang. Beziehungsweise wir schauen mal in der nächsten Folge, wie wir hier weiterkommen. Suchen dann Horatio. Schauen auch mal, ob wir hier irgendwo pennen können oder so, dass wir die Nacht auf jeden Fall durchkriegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!